Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind immer wieder unterwegs in Forza Horizon 3. Und zwar sitzen wir in einem Hachiroku. Ich habe das Kennzeichen ein bisschen geändert. Ich habe das Auto lackiert und umgebaut auf Klasse A. Bin damit auch schon gefahren. Und das Problem ist, ich habe zwar das Spiel aufgezeichnet, aber nicht mich. Das heißt, was ihr jetzt verpasst habt, ist einmal das Tuning des Fahrzeugs natürlich. Einmal bin ich glaube, dieses Rennen hier gefahren und dann bin ich hier runtergeeiert, um hier das Nachtrennen, also das Nachtduell, hinter mich zu bringen und den BMW M3 abzustauben. Das habe ich im Endeffekt auch gemacht. Wie gesagt, Aufzeichnung des Spiels gibt es, meine eigene Aufzeichnung nicht. Das heißt, ich werde euch dieses Rennen ans Ende dieser Folge hier packen. Wer es sich ansehen will, kann es sich dort ansehen. Und wir machen jetzt an dieser Stelle hier einfach mal weiter. Und zwar mit diesem Nachtrennen, habe ich mir gedacht. Das ist ziemlich kurvig. Ja, kann uns in die Karten spielen. Mit dem Auto kann uns das in die Karten spielen. Und anschließend fahren wir hier hoch. Denn hier erwartet uns noch ein Nachtduell, für dessen Freischaltung uns aber noch ein Sieg fehlt. Den würde ich mir gerne hier unten holen. Wo war es jetzt? Ihr hört es vielleicht, ich habe hier Turbo-Tuning drauf. Na, wo war denn das Rennen jetzt? Da oben, alles klar. Ich bin ja auch ein Blindfisch. Auto macht auf jeden Fall Laune. Was mir aufgefallen ist, was mir hier wirklich fehlt, das ist aerodynamischer Grip. Der fehlt wirklich. Wir haben zwar Rennreifen drauf, wir haben Leichtbau dran, aber was hier fehlt, sind große Flügel. Das einzige Problem dabei ist, ihr wisst es ja, die einzigen großen Flügel, die Anpressdruck bringen, die hier für dieses Auto verfügbar sind, sind die Forza eigenen Flügel und die sind einfach grottenhässlich, so leid es mir tut. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Müssen wir halt so irgendwie mit klarkommen. Okay, Straßenrennen statt Asphalt. Dingskirchen. Habe ich jetzt so schnell weggedrückt, verdammt. Mann, ich mag diese Klappscheinwerfer. Ich fände es mega geil, wenn es im Spiel auch den Levin gäbe, um die Wahl zu haben. Dann würde ich mir mit Sicherheit auch einen Levin aufbauen, weil das ist auch ein geiles Auto. Aber der Trueno hier mit den Klappleuchten ist auf jeden Fall mein persönlicher Favorit von den beiden Varianten. Deswegen bin ich auch ganz froh. Auch die Kreuzspeichenfelgen. Ich hoffe, ihr geht damit einigermaßen d'accord. Mir gefallen die sehr gut. Ich finde die sehr passend an dem Auto. Man muss ja selber sehen. Ich habe mir auch ein paar ein paar modernere Felgen angesehen. Auch die machen sich ziemlich gut an dem Auto. Also man kann ziemlich viel aus der Hütte machen. Das auf jeden Fall ja. Okay, Startaufstellung. Was fährt denn hier alles mit? Ein paar TTRK sehe ich. Audi, TTS, Audi RS4, ein i8 fährt mit, ach Mensch. Tesla fährt mit, ach Mensch. Ja, soweit so cool. Schön durchmischte Aufstellung auf jeden Fall. Ach ja, und mir ist aufgefallen, ich kann ja, hätte mir eigentlich schon länger klar sein können, aber ich habe da nie darauf geachtet, ich kann Designs aus den früheren Forza teilen. Also aus Motorsport 5 und 6 und aus Horizon 2 nach Horizon 3 importieren. Das habe ich auch mit ein paar Designs schon gemacht. Die werde ich dann auch in der... Na? Der E8 ist aber ganz schön aggressiv hier unterwegs. Komm, lass mir ein bisschen Platz zum Atmen, bitte. So. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Lackierung. Die werde ich im Laufe der Zeit importieren. Gegebenenfalls etwas anpassen. Und dann auch freigeben. Anpassen muss ich auf jeden Fall die Kennzeichen. Damals musste man die Kennzeichen ja immer noch in die Lackierung einbringen. Inzwischen gibt es ja extra eigene Kennzeichen, sodass das entfällt. Hey, ein P4 vor uns. Nice. Ist auch ein schickes Auto. Alte Le Mans Hütte. Design von Pininfarina. Und das Ding geht übelst ab. Komm, ein bisschen Kanten hier. Wir haben in dem Auto hier übrigens keine 300 PS und das auf Klasse A. Die Hütte geht einfach so gut, weil sie eben nichts wiegt. Und Rennreifen hat natürlich auch. Ja, komm. Schmeiß halt mit Kleinwagen nach mir. Genau. Das sind die richtigen hier. Schöne Flammen aus dem Audi. Hat was. So, ihr habt vielleicht gerade gemerkt, die Gangabstände vom 3. zum 4., vom 4. zum 5. sind sehr kurz. Da habe ich mich eines kleinen Tricks bedient, den ich auch schon mal vorgestellt habe, bei einem Mini war das, glaube ich, damals. Und zwar habe ich dort einen 3,5. Gang eingebaut.
frei nach dem Beispiel des Hachirokos vom Drift King, Keiichi Tsuchiya. Habe ich mal ein Video zu gesehen, das habe ich glaube ich damals auch erwähnt. Hab zwar kein Wort verstanden, aber die Bilder sprachen für sich. Das also ziemlich klar war, was passiert war. Der hatte den fünften Gang durch eine Übersetzung ausgetauscht, die zwischen dem dritten und dem vierten lag, sodass er vom dritten in den, in Anführungsstrichen, fünften, also in den dreieinhalbten schaltet. Die Drehzahl fällt nur ein kleines bisschen, er kann nochmal richtig schön nachbeschleunigen, schaltet dann von diesem dreieinhalbten in den vierten runter. Und nach oben raus, Endgeschwindigkeit ist natürlich ein bisschen gekappt. Aber wann braucht man mal so viel Endgeschwindigkeit? Wir brauchen sie hier in Horizon, aber das ist auch kein Problem, denn hier in Horizon haben wir ja kein 5, sondern ein 6-Gang-Getriebe, wenn wir das Renngetriebe einbauen. Von daher habe ich das ohne Probleme machen können. Okay, wir brauchen einen Sieg, um das Duell oben freizuschalten. Also neu starten. Jo, los geht's. Geiles Wetter auf dem Bild hier, richtig geiles Wetter. Erinnert mich an Obertauern, wo ich früher manchmal war. Skifahren. Beziehungsweise Snowboarden. Ich bin zwar auch schon mal Ski gefahren, das geht auch klar, aber ich bin eigentlich eher der Boarder, muss ich sagen. Okay, Rennveranstaltung Schaden. Genau, Rennveranstaltung Schaden. Richtig, Kerge. Ersten Gang könnte ich eigentlich auch deutlich länger machen, aber ich wollte das Getriebe so ein bisschen einem normalen Straßengetriebe nachempfinden. Was ja eigentlich auch ganz gut klar geht, denke ich mal. Komm, hier rum. Ja, schieb mich halt von der Strecke, genau. Du kostest mich Zeit und der Erste da vorne fährt wieder davon. Richtig. So ist recht, komm. Das war jetzt ziemlich sauber überholt sogar. Das habe ich gut ausnutzen können, was da gerade passiert war. Und die Jungs da vorne, die holen wir uns jetzt auch noch. Komm schon. Da muss doch was gehen. Gegenverkehr. Ich habe ein bisschen spät gebremst. Ah, der P4 wieder neben uns. Komm, Linien überkreuzt und dann schön hier raus beschleunigen im späten Apex. Wunderbar. Späten Apex. Warum habe ich denn das jetzt so dämlich durchgemischt? Im späten Scheitelpunkt, im Late Apex. So. Komm. Nicht sofort voll aufs Gas gehen, sondern ein bisschen nach Grip suchen natürlich noch. Mustang zieht ziemlich weit nach außen. Soll er machen. Und wir sind direkt am ersten dran. Am TT übrigens. Den TT haben wir schon mal geschlagen. Das ist machbar. Und zwar jetzt. Miep, miep. Ich mag das, dass man die hupen kann. Das gefällt mir. So, wir sind vorne. Wenn ich das jetzt nicht wegschmeiße, dann haben wir gute Karten. Komm schon. Ich freue mich gerade, dass das Auto so gut läuft. Das ist einfach eine Freude, den Wagen zu fahren. Setup wird natürlich freigegeben, ist klar. So, und das ist der 6. Gang, den ich eben meinte. Der haben wir natürlich immer noch zur Verfügung, um dann nach oben raus auszubeschleunigen. Ja, erster Platz, wunderbar. Damit haben wir das Rennen oben freigeschaltet. Top. Freut mir. Seltener Erfolg. Schließen Sie 3 Straßenrennen ab, um 10.000 EP zu erhalten. Ich mag die Sounds bei diesem Erfolg. Das klingt so besonders. Jetzt fühle ich mich gerade ganz toll, weil ich was ganz Besonderes erreicht habe. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, also ohne Witz, das gefällt mir gerade wirklich. Okay, weiter geht's. Ein paar EP kriegen wir, natürlich. Felgen wirken gerade ein wenig sehr unreflektierend, um es mal so auszudrücken. Was immer da auch los war. Da will wohl noch einer dieser Mitternachtsraser ein Stück vom Kuchen. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Eigentlich wollte ich dann schon längst im Bett sein, aber ich dachte, das wäre was für dich. Ja, das dachte ich auch, dass es vielleicht was für mich sein könnte, möglicherweise. Hab's ja nur am Anfang der Folge erwähnt, ne? Komm, auf. Jetzt holen wir uns. Ach, Forzaton, die oberen 10. Ach so. Ach genau, Forzaton, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Schließen Sie 3 Straßenrennen ab, um 10.000 EP zu erhalten. Ach krass. 3? Die anderen, habe ich die schon beim Forzaton gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. 15 Abrissbirne-Fähigkeiten in einem Kultklassiker aus.
Erreichen Sie bei einer Spielplatzpartie die ersten drei Plätze, um drei Lose zu halten. Da habe ich eigentlich keinen wirklichen Bock drauf. Und es gibt 30% auf Kultklassiker. Ich würde sagen, da können wir uns auf jeden Fall mal umsehen. In der nächsten Folge. Nicht jetzt. Jetzt haben wir was anderes vor und das ist knappe 13 Kilometer von hier entfernt. Da fahren wir natürlich gerne durch die Nacht hin. Mache ich doch gerne. Das Design werde ich euch übrigens auch freischalten. Nur um das mal erwähnt zu haben. Also wer sich denkt, jo, das sieht gar nicht so verkehrt aus, mit sowas könnte ich mir vorstellen rumzufahren, der findet das Ganze dann. Wahlweise unter Ersteller Kerge. Ganz normal, genauso wie es auch als auf YouTube geschrieben ist. Nur ohne das LP. Hier auf der Xbox heißt sie einfach nur Kerge. Und ansonsten findet ihr das Ganze auch, wenn ihr in der Beschreibung nach TTHK sucht. TTHK, immer noch das Kürzel von Tom Thompsons Club, denn dort bin ich nach wie vor Zuschauer, dort möchte ich nach wie vor so ein bisschen mich beteiligen. Sagen wir es einfach mal so. Ich weiß, ein paar von euch haben schon mal gefragt nach einem eigenen Club von mir. Aber ich denke mal, bei der geringen Zuschauerschaft lohnt sich das nicht wirklich. Mit so einem Mini-Club, da würden wir gar nicht wirklich was reißen. Da würde ich dann zumindest im Moment noch eher dazu aufrufen, dass wir uns alle dem TTHK-Club anschließen. Natürlich nur diejenigen, die Bock drauf haben. Wenn ihr das nicht wollt, dann ist das natürlich auch vollkommen legitim, gar keine Frage. So, komm hier, leichter Drift. Schön ein bisschen vorsichtig, wir wollen nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. Aber quer kann das Auto, gar keine Frage. Ich finde auch mit dem Turbo, einerseits ist es ein bisschen Stilbruch, weil ja gerade dieser 20-Ventiler-Sauger dieses Auto hier ausmacht. Und so ein Turbo das Ansprechverhalten natürlich auch ein bisschen verschlechtert. Aber andererseits muss ich sagen, A, die Leistung hat natürlich was. Und B, rein klanglich gefällt mir das ziemlich gut. Also sag mal, wo habt ihr das Schild hingepackt, bitteschön? Das ist ein japanischer Bergstraßendrifter. Und kein Bergekletterer. Das ist doof. Ah, komm. Hat sich was mit Bewegung hier, wa? Ah, doch, da passiert was. Ich meine, zur Not könnte ich immer noch eine Schnellreise irgendwo hin machen, wenn das Spiel mich nicht zurücksetzen will. Aber so ist mir natürlich lieber. So, dann kloppen wir uns hier mal, kämpfen wir uns hier mal wieder durch die Botanik durch und Abmarsch. Dritte Gang. Dreieinhalbte Gang. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Welcher Kreisverkehr? War dann Kreisverkehr? Nach dem dreieinhalbten Gang kommt dann der vierte Gang. Und dann kommt der fünfte Gang. Sind natürlich sechs Gänge, aber nur vom Prinzip, vom Gedanken her. Müssen wir nochmal zu veranschaulichen. 6 Kilometer, wir haben über die Hälfte hinter uns, das ist sehr schön. Und guckt euch an, wie das Auto abgeht. ...260 mit einem Klasse A Auto ist jetzt nicht unbedingt die Welt, da gibt es durchaus schnellere. Aber 260 mit einem Hachiroku finde ich schon ziemlich gewaltig. Zumal mit Originalmotor. 1600er Maschine. 260 Sachen. Gut, wir haben ein Turbo drauf. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend. In 400 Metern rechts abbiegen. Jo, mache ich dann. Sehr gerne. Für dich doch immer, Schatzi. Für dich doch immer. Rechts abbiegen. Komm hier, Klatschkick. Einfach, weil es geht. Da vorne um die Kurve können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen rumrutschen. Mal schauen. Bisschen angeschleudert. Ah, das war jetzt sehr schäbig angesetzt. Ja, geht doch, oder? Kann man doch machen. Wheelspinnen verfügbar. Ach Mensch. Naja, ich halte mich rechts. Was jetzt natürlich keine politische Aussage sein soll. Nur mal so am Rande. Metern links abbiegen.
Ah, sind nur noch ein paar Meter jetzt. In 200 Metern links abbiegen. Heizen wir einfach mit 260 durch die Innenstadt. Sollten wir sowieso mal ein bisschen runtergehen mit dem Gas. Komm, Klatschkick. So. Und hier soll also das Rennen stattfinden. Gegen einen Buick? Echt jetzt? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wie geil. Also wenn das nicht... Also... Das ist doch mal ein richtig geiles Duell, oder? Classic Muscle, auch wenn dieser Wagen hier jetzt muscle-mäßig mit einem 6-Zylinder-Turbomotor ein bisschen verlacht wird. Aber ich finde, das ist ein geiles Auto. Gegen Import. Gefällt mir. Komm. Hauen wir raus jetzt. Und das Auto kann man natürlich auch noch gewinnen. Ja, sorry, dass ich euch gerade im Regen stehen lasse, Leute. Aber ich bin herausgefordert worden, das passiert jetzt halt. Ohne Dame am Steuer. Das war beim M3 übrigens auch schon der Fall, beim letzten Nachtrennen. Startaufstellung, wir gucken mal. Indextechnisch. S1. Die Hütte ist auf S1? Das S jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Da soll ich jetzt hier auf Klasse A gegen ankommen, oder was? Das ist aber ein bisschen, ne? Sollen wir nicht vielleicht doch was anderes holen? Ich meine, klar, angenommen, ich würde mit dem Hachiroku gewinnen, dann wäre das natürlich absolut ein absolut grandioser Erfolg. Aber ich würde sagen, das hebe ich mir dann doch lieber auf, fahre mit dem Hachi ein andermal und suche mir jetzt ein S1-Auto raus. Und ich habe da auch schon so eine Ahnung, was man da gegebenenfalls nehmen könnte. Ich denke, das wird euch gefallen. Ich denke, das wird euch gefallen. Muss ich mir nur was überlegen, wie ich beide Autos ins Thumbnail bekomme, weil ich die beide für sehr relevant halte. Sowohl den Hachi als auch die Lady, die wir jetzt aus der Garage holen. Übrigens Import nach wie vor. Da bleibe ich bei. Ich sehe mal gerade in der Aufnahme, ich bin stellenweise ein bisschen laut. Falls ich übersteuern sollte, bitte ich um Entschuldigung. Und wir schauen jetzt mal gerade hier im Rahmen der Lackierung, die ich aus früheren Spielen übernommen habe. Habe ich nämlich diesem Auto hier auch gleich mal ein Setup mitgegeben. Lady Supra. S1. Total overpowered. Ist eigentlich nur am Durchdrehen. Totales Driftauto. Ob wir damit wirklich eine Chance in einem Rennen haben, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dadurch, dass es auf S1 ist, sollten wir eine bessere Chance haben als mit dem Hachi. Außerdem sieht das Auto einfach nur unheimlich geil aus. Ich stehe sowas von auf diese Karre. Und klanglich... Noch Fragen? Na, geht eigentlich sogar. Ich denke mal, wenn ich ein bisschen vorsichtig bin mit dem Gas, dann sollte das sogar klar gehen. Dann sollte ich damit sogar fahren können. So, wenn ich jetzt auf S1 antrete, ist der Gegner aber nicht rein zufällig auf S2, oder? Das macht das Spiel ja wohl nicht. 87er Buick Regal. Gnix. Wofür auch immer GNX stehen mag, ich weiß es nicht. Wird aber mit Sicherheit seine Berechtigung haben. Startaufstellung ist 1 gegen S1. Das sieht doch schon mal deutlich ausgeglichener aus. Das gefällt mir richtig gut. Und wir starten auch direkt mal. Im Rennen natürlich, klar. Zu wenig Gas gegeben am Start, verdammt. Aber guckt euch an, wie die Hütte vorwärts schiebt. 200, mal ebenso. Gut, klar, dafür ist sie auch eine Supra geworden, ne? Schon klar soweit. Bin gerade ein bisschen übervorsichtig mit den Kurven, ne? Ich merke das schon. Aber vielleicht ist es besser so, als wenn ich aus jeder Kurve rausgetragen werde. Ich kann noch nicht wirklich Boden gut machen. Noch nicht. Ja, ein bisschen sehr weit rausgetragen. Aber ich habe ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen können dadurch. Ja,
Ist auch ein bisschen Mist, dass ich die Strecke überhaupt nicht kenne. Dass ich auch vor den Kurven vielleicht ein bisschen mehr Respekt habe, als nötig wäre. Aber ich kann zumindest schon mal einigermaßen mithalten. Das hat ja auch schon mal was. Hätte ich ein bisschen früher einlenken müssen. Von der S-Kurve, die kann man ziemlich flott nehmen, könnte ich mir vorstellen. Jawohl. Oh, verdammt. Gewertet? Gewertet. Oh, sehr gut. Ich dachte schon, wenn da jetzt stehen würde, Checkpoint verpasst. Na, dann wäre aber großartig hier. Ich bleib mal im dritten. Zwei Drittel haben wir schon. So ein bisschen Konzentration hier. Gut rangebremst. Komm. Schön rausbeschleunigen hier. Ist wirklich gar nicht mehr so einfach, das Rennen. Und der Regen macht es auch nicht gerade angenehmer. Uah. Alles klar. Oh, okay. Gut. Auto gefangen. Soweit so schön. Wir sind dran, Leute. Wir sind dran. Oh, verdammt, Endspurt. Boah, wo nimmt das Auto den Schub her? Gut, dass sie die letzte Kurve falsch angesetzt hat. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann hätte die uns haushoch geschlagen und das auch noch verdient. Da wäre ich gerne nochmal in den Neustart gegangen, jetzt wo ich die Strecke einmal gefahren bin. Aber gut, andererseits, so ist natürlich fürs Let's Play besser, ne? Wenn sich das alles nicht so sehr lang zieht. Ja, sehr geil. Freu ich mir. Autos klingen auch noch gut. 15.000 Credits, sehr schön. Außerdem einige EP, auch sehr schön. Okay, okay. Eigentlich sind solche Wagen nicht so mein Ding, aber ich geb's zu. Der sieht schon cool aus. Und ab in die Werkstatt mit dir. Er sieht schon cool aus. Ich mag diesen Aufbau auf der Haube nicht wirklich, muss ich gestehen. Mir ist es lieber, wenn der Motor ein bisschen tiefer liegt. Aber das kann man ja gegebenenfalls umbauen. Obwohl Autos, die ich gewinne, die bleiben normalerweise so, wie sie sind. Da bin ich ein bisschen eigen, was das angeht. Na gut, haben wir das auf jeden Fall hinter uns. Ein Blick auf die Uhr verrät mir... Wir sind knapp über 20 Minuten. Eigentlich könnte ich damit die Folge Folge sein lassen. Aber andererseits denke ich mir, meine Güte. Ein bisschen was können wir schon noch machen. Da vorne ist ein Schild. Komm, holen wir uns noch ein paar Schilder in der Folge hier, oder? So zwei, drei, die hier so ein bisschen versteckt sind. Hier ist ein EP-Schild. Obwohl, dieses EP-Schild haben wir direkt vor uns. Dann würde ich sagen, setze ich den Punkt mal da hinten hin. Holen wir uns die beiden mal gerade direkt nacheinander. Können vielleicht noch ein bisschen driften währenddessen. Es geht mit dem Auto hier nämlich wirklich unheimlich gut. So, wo ist denn das Schild hier? Route wird neu berechnet. Dip. 5000 EP. Soweit so schön. So. Fahren wir noch eben da hoch. Falls ich die Hütte nicht abwürge, natürlich nur. Das ist halt das Problem mit der manuellen Kupplung. Man bekommt zwar eine Hilfestellung beim Anfahren vom Spiel, inzwischen, in Horizon 3 in den früheren Teilen nicht. Aber diese Hilfestellung, die nimmt einem nicht alles ab. Das heißt, wenn man zu wenig Gas gibt, dann fällt die Drehzahl unter die Leerlaufdrehzahl und in dem Moment muss man dann so einen kurzen Moment warten, bis der Motor wieder beikommt und das Gas wieder annimmt. Und das bezeichne ich dann im Allgemeinen als Abwürgen, weil es hier im Spiel das ist, was an ein Abwürgen am nächsten rankommt. In 400 Metern links abbiegen. Bisschen driften hatte ich gesagt, ne? Jetzt mache ich das gar nicht. Links abbiegen. Komm, machen wir mal hier, so. In 200 Metern na, oder? Abbiegen. Das kann sich doch rechts sehen lassen. Abbiegen. Och, Anna. Ich habe mir doch einen Wegpunkt gesetzt, hä?
melde ich doch lieber mal, wenn ich wirklich nicht weiß, was ich tun soll. Jetzt gerade habe ich einen Plan. Na komm, hier mal ein bisschen rum. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ach, der Parkplatz ist das. Okay. Ich weiß nicht, ob man hier durch den Zaun brechen kann. Aber wenn ich da einfach stumpf gegenfahre und stehen bleibe, dann wäre mir das peinlich. Deswegen fahre ich jetzt hier einfach mal außen rum. So. Na, hat das was oder hat das was? Also nicht das Wetter, das Auto und das Driften. Das war die Laterne. Entschuldigung. Das war das Blumenbeet. Entschuldigung. Das war das Schild. Bitte, Dankeschön. Haben wir noch ein paar davon? Schauen wir mal gerade. Hier in der Stadt jetzt glaube ich nicht mehr. Warte mal. LB. Alle aus. Dann schauen wir mal. Blitzstationen, Gefahrenschilder, Driftzonen, Bonustafeln. So, haben wir drei hier. Dafür ist das Auto aber nicht unbedingt gemacht. Dafür sind die aber in der Nähe. Komm, dann fahren wir hier noch gerade runter, nehmen noch gerade die Tafeln hier mit. Die drei. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen also. Ich fahre aber erstmal rechts. So, und wie gesagt, am Ende der Folge dann noch das andere Nachtrennen zu sehen gegen den BMW. Wie dieses Auto hier schießt. Das ist einfach eine Freude. Mann, Lady Supra, ich mag dir. Das ist ein geiles Auto. Ein richtig, richtig geiles Auto. 200 Sachen. Bei 200 in den vierten geschaltet gerade mal, alles klar. Bei 250 in den fünften. 300 im fünften. Und wir haben noch einen Gang. Kreisverkehr, sagst du? Da werde ich dann mal so die 10. oder 20. Ausfahrt nehmen. Komm, gönnen wir uns mal. Warum eigentlich nicht, hä? Wenn man schon mal so ein geiles Auto hat, mit dem sowas hier geht. Mein Gott, bei dem Wetter sieht man echt gar nichts. Ja, das macht Spaß. Das ist geil. Vor allem, ich gebe ja nicht mal Vollgas, ne? Das ist wirklich nur so ein bisschen. Gerade so, das reicht. Immer wieder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Immer so ein bisschen die Lenkung korrigieren. Und dann läuft das hier. So ein geiles Auto einfach. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf das Wetter. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal private Sitzung, private Online-Freifahrt. Kurz einen Moment warten. Freifahrtssitzung wird erstellt. Und ich meine, wenn ich jetzt hier in diese Lobby komme, dann müsste ich das Lobbywetter übernehmen. Was mit ein bisschen Glück sonnig ist. Oder die Lobby übernimmt mein Wetter und es bleibt verregnet. Online-Freifahrt. Hallo, Online-Freifahrt. Freifahrtssitzung gefunden, ich nehme an. Jo, das braucht jetzt ein bisschen, das gehört halt dazu. Hey! Und auf einmal ist wieder alles eitel Sonnenschein. Wunderschön, oder? Wunderschön. Weil ich aber eigentlich gar nicht online fahren wollte, gehe ich jetzt wieder raus. Und die Sonne bleibt. Rechts abbiegen. Ja, sowas in der Art wollte ich doch, ha? So, ihr merkt schon, dass hier ist nicht unbedingt super Gebiet. Och, Kerge, wie peinlich war das denn jetzt? So, haben wir das.
Und Roms. Ja, hier oben war ich auch noch nicht drauf. Auch schön. Hat mal was. Xbox aufzeichnen. Einfach weil es geht. So, noch ein bisschen runtergeeiert. Wollte ich so eigentlich auch nicht. Da haben wir den Spielclip sehr schön. Jetzt würde ich mir gerne noch die beiden anderen Schilder hier holen. Eines der beiden ist irgendwo hier hinten. Mal gucken, ob oben oder unten. Wahrscheinlich eher oben, wa? Oder ist das hier hinter? Nö, dann ist es oben. Ach hier, direkt an der Rampe. Ach Mensch. So, ein Schnellreiseschild haben wir. Und das letzte Schild, das jetzt noch... Ist gut jetzt. Und das letzte Schild, das jetzt noch fehlt... Das ist irgendwo da hinten. Mal gucken, ob das auch hier oben ist. Wenn nicht, können wir da hinten ja auch runterspringen. Das ist ja kein Problem. Hier geht's ja bergab. Verdammt. So. Nee, also hier drauf ist es definitiv nicht. Wenn überhaupt, dann im anderen Gebäude. Bombs. Ah, da vorne. Da gucken wir doch schon drauf. Also dann, einmal hier außen rum. Mal gucken, wo man hier raufkommt. Mal gucken, wo man hier raufkommt. Ah, hier ist eine Rampe. Okay, nehmen wir die so lang. Ist auch okay. Hier mal schon mal ein bisschen mehr Anlauf. Hoffentlich nicht zu viel und hoffentlich nicht zu wenig. Und dann gib ihm. Ah, komm schon. Ah. Einfach nur mit den Planken hier das Gerüst zerlegt. Schön. Ach, herrlich. Wie doof, wie knapp. Ich wollte das jetzt hier ganz stylisch, elegant im Drift wegnehmen. Das kriege ich auch hin, komm. Das kriege ich hin. Ich bin zu vorsichtig mit der Kante da. Ich habe keinen Bock, hier runterzufallen. Ach, wisst ihr was? Komm. So. 20.000, Hauptsache haben, wa? Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? In der näheren Nähe? Nicht wirklich. Hier oben haben wir jetzt alles ziemlich gut abgefrühstückt. Gut, alles klar. Dann sage ich an dieser Stelle also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wie bereits gesagt, das Rennen, das ich leider nicht richtig aufgezeichnet hatte, wo ich aber die Spielaufzeichnung von habe, das hänge ich euch jetzt noch hier hinten dran. Und sage ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kerke.
Verflucht! Eine so breite Karosserie an einem so schnellen Auto. Ein Wunder, dass die Kiste nicht abhebt. Ich behalte sie einfach in der Werkstatt, okay?